Moin zusammen. Ihr seht, ich bin in einer anderen Umgebung, völlig anders mal als bisher. Ich habe auch eine Überraschung für euch, aber kommen wir gleich zu. In der Welt ist so ganz viel in der Woche, ganz viel, naja, nicht passiert. Außer im Finanzbereich. In China grummelt es rauf und runter. Es sind übrigens chinesische interne Problematiken, die intern von denen selbst gesteuert worden sind. Nicht von der City of London und auch nicht von der Fed und nicht über die New Yorker Börse. Es sind eigengemachte, denn der Chinese wirft den Petrodollar auf den Markt. Schön easy und langsam. Dass dadurch die Börsen völlig ans Kollabieren kommen, ist klar. Aber im Hintergrund stehen auch wieder die BRICS-Staaten bereit. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die haben wahrlich nichts, aber auch gar nichts mit der Fed zu tun. Kommen wir zu den wichtigeren Sachen. Die Honigmann-Nachrichten vom 28. August, Nummer 2015, Nummer 669. Berlin. Fast jeder glaubt, dass die erste feste Beziehung im Leben großen Einfluss auf die eigene Persönlichkeit gehabt hat. Deutsche Psychologen haben nun herausgefunden, dass dies nicht so ist. Vielmehr nimmt die Beziehung, die wir mit Mitte 20 führen, einen merklichen Einfluss auf beispielsweise unsere emotionale Stabilität oder unser Selbstbewusstsein. Jedoch betonen die Forscher auch, dass sich Beziehung und Persönlichkeit in diesem Zeitraum stark gegenseitig beeinflussen. Kennen wir alle irgendwie selbst, nicht? Haben wir alle hinter uns gebracht, egal wie. Das Neue steht aber uns noch bevor. Welt. Self-Publishing, Selbstbedienung, Möbelschreinereien und Banking in Do-it-yourself-Verfahren. Was machen moderne Menschen nicht alles self? Vor allem die großen drei boomen. Selbstbeobachtung, Selbstoptimierung, Selbstvermarktung. Ein Trend, der nicht mehr gesund ist, weder für die beständigen, unter Selbstbeobachtung stehende Seele, noch für den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft. Eine ganz kurze Kultur der Ich-Bezogenheit ist zur Bedrohung für die Umwelt, Frieden und Mitmenschlichkeit geworden. Und das stromlinienförmig optimierte Ego hat sich selbst an die Stelle gesetzt, an der Religionen früher Gott gesehen haben. Das Gegenmittel wäre Bescheidenheit, die Kunst, auch mal von sich selbst absehen zu können. Kaum etwas fehlt in unserer Zeit dringender als diese altmodische Tugend. Und nun habe ich die erste Überraschung für euch. Ich habe noch einen Sprecher hier, der heute mal die Nachrichten beim Honigmann mitspricht. Den darf ich begrüßen. Moin. Hier ist der Tix. So. Wer mich nicht kennt, guckt das nächste Mal beim Honigmann-Treffen mit drin. Weiter geht das. Welt. Zweifellos verstehen jene, die bereits Vorbereitungen getroffen haben, dass die meisten Menschen nicht im Ansatz auf die Katastrophenfall vorbereitet sind. Selbst ein temporärer Stromausfall reicht aus, um in der allgemeinen Bevölkerung Panik auszulösen. Dies hat in der Regel für weniger als 3 Tage Nahrungsmittelvorräte bevorratet und kaum Vorräte im Notfällen umzugehen. Schlecht. In Anbetracht der Tatsache, dass das System an vielen Stellen verwundbar ist, vom taumelnden Wirtschaftssystem bis zur Bedrohung eines elektromagnetischen Impulses, EMP, ist es weise, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie sehr wir im täglichen Leben von Weltnetz und Technologie abhängig sind. Wenn die Geldautomaten aufhören zu funktionieren oder das Internet nicht mehr funktioniert, dann werden sie, die Prepare, die einzigen sein, die es schaffen, am Leben zu bleiben. Tja, wer sich vorbereitet hat, der steht besser da. Weltfinanzsystem. Der Goldexperte Jim Sinclair warnte im Interview mit USA Watchdog davor, dass die aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten nur die Aufwärmphase seien. Für das, was uns nun noch bevorstünde. Das war nur eine kleine Einstimmung. Der richtige Crash wird im September folgen, so Sinclair. Dies scheint eine Blase historischen Ausmaßes zu sein. Habe ich eine Meinung zu? Ja, aber
selbsterfüllte Prophezeiungen direkt auf. Ja, da kann man es hindrehen. Die drehen viel. Ja. Alaska, ein mysteriöses Walsterben beunruhigt die VS-Behörden. VS, ja. Seit Mai verenden immer wieder Wale an Stränden im südlichen Alaska. Forscher sollen nun ergründen, was hinter dem Tod der Tiere steckt. VSA. Reihenweise werden derzeit die neue Fabriken gebaut. Amerika schafft wieder Industriearbeitsplätze. Das Wort Reindustrialisierung macht die Runde. Wohin man guckt, geht es aufwärts. Nein, selbst wenn die geschönten Zahlen der VS-Bürokraten das Gegenteil beweisen, handelt es sich hierbei um eine große Lüge. Ein genauer Blick auf diese Statistik zerstört diese Reindustrialisierungsillusion. Das BLS zeigt eine Rückschau auf die Veränderungen bei den Industriearbeitsplätzen in den VSA von 2002 bis 2012. Es gingen 3,3 Millionen Industriearbeitsplätze verloren, 21,5%. Washington. VS-Vizepräsident Biden hat Mittwoch bei einer Telefonkonferenz des Nationalkomitees der Demokraten alle Politiker und Anhänger dieser Partei aufgerufen, durch Versammlung und Demonstration ihre Unterstützung des Atomabkommens mit dem Iran zu bekunden. Bei einer Ablehnung durch den VS-Kongress würden die VSA bei jedem Versuch, eine bessere Regelung auszuhandeln, im Nachteil sein. Managua. In Nicaragua ist er da. Die Regierung von Nicaragua und Russland haben ein Abkommen über die Nutzung des russischen Satellitennetzes GLONASS geschlossen. Nicaragua wolle, dass sicherheitsrelevante Nachrichten nicht über das staatliche Telekommunikationsinstitut oder kommerzielle Provider versendet werden müssen, hieß es aus Managua. Weiter scrollen hier. Haiti. Die schwere Dürre in Haiti hat zum aktuellen akuten Mangel an Wasser geführt. Verdorrte Ernten und steigende Lebensmittelpreise untergraben die fragile Lebensmittelversorgung und verschärfen den Hunger unter den Armen. Angesichts der Nahrungsmittelkrise im Nachbarland der Dominikanischen Republik zeigt sich das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen besorgt. Rund 600.000 Haitianer sind seit Jahren abhängig von internationalen Hilfen. Israel lässt über 1000 afrikanische Flüchtlinge frei, die seit mehr als 12 Monaten im umstrittenen Internierungslager Cholot festgestellt wurden. Die Freilassung ist jedoch mit Auflagen verbunden. Okay. Die entlassenen Flüchtlinge müssen selbst für ihre Abreise aus dem Wüstenlager sorgen. Die meisten würden voraussichtlich mit öffentlichen Bussen ein anderes Ziel ansteuern. Viele hätten allerdings wenig Geld. Achtung. Hunde, kein Erdbeben. Afghanistan. Die Taliban haben am Mittwoch die strategische wichtige Region Musakala in der Provinz Helmand, im Süden Afghanistans nach tagelangen bewaffneten Auseinandersetzungen unter ihre Kontrolle gebracht. Die Aufständischen hatten ihre Angriffe bereits vor einigen Wochen begonnen, wobei sie wie auch die afghanischen Sicherheitskräfte nach Angaben des stellvertretenden Gouverneurs der Provinz Helmand erhebliche Verluste erlitten. Indien. Im indischen Bundesstaat Gujarat kommt es seit 3 Tagen zu schweren Unruhen, bei denen mindestens 8 Menschen starben. Inzwischen wurde eine Ausgangssperre verhängt, die die Armee durchsetzen soll. Die Verursacher der Ausschreitungen sind Angehörige der Patida-Kaste, die in Gujarat etwa ein Fünftel der Bevölkerung stellt. Aber auch in zahlreichen anderen indischen Bundesstaaten und im Ausland lebt. Peking? Die chinesische Zentralbank passte erneut ihre Zinsen an. Der Leitzins werde ab Mittwoch um 0,25 auf 4,6% gesenkt, teilte die Zentralbank am Dienstag mit. Auch der Zinssatz für Einlagen von Geschäftsbanken wurde um 0,25 auf 1,75% gekürzt. Darüber hinaus wird der
Reservesatz für Banken ab dem 6. September um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Zahlen, was immer es bedeuten mag. So, den letzten, den ich jetzt mache, machen wir den noch. China, um den Yuan zu stützen, war und ist die chinesische Notenbank anscheinend fleißig dabei, massiv Devisenreserven, VS-Staatsanleihen, zu verkaufen und in Yuan umzuwandeln. So stützt man seine heimische Währung. Die Société Générale schätzt, dass China in den letzten 14 Tagen rund 106 Milliarden Dollar Devisenreserven verkauft hat. Gerade aktuell wird man dieses frische Geld sofort dafür einsetzen, den Yuan zu stützen und heimische Banken zu fluten, damit sie den Aktienmarkt fluten. Danke. Wir sehen und hören uns. Danke, Tix. War mal ganz was anderes, was sich viele gar nicht vorstellen konnten, aber macht nichts. Er hat das erste Mal gemacht. Super eigentlich. Machen wir weiter. Moskau, VSA. Der Besuch einer hochrangigen Duma-Delegation unter Leitung des Vorsitzenden des Russischen Föderationsrates Matwienko anlässlich einer internationalen Parlamentariertagung wurde abgesagt. Lange hatten sich die amerikanischen Behörden Zeit gelassen mit der Ausgabe eines Visums an besagte Vorsitzende. Sie steht auf der Sanktionsliste und erhält somit keine Einreise in die USA und eine Reihe europäischer Staaten. Da sich aber eine große Anzahl internationaler Organisationen in den VSA befinden, sahen sich die VSA gezwungen, in allerletzter Minute Frau Matwienko ein Visum auszustellen. Allerdings begrenzen die VSA das Visum territorial derart, dass sich Matwienko de facto nur zwischen Hotel und Tagungsort bewegen durfte. Weiterhin wurde ihr verboten, an irgendwelchen Treffen und anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Sei nicht eine Frechheit, was dieser kleine, dumme Ami sich erlaubt, anderen Leuten vorzuschreiben, anderen Politikern vorzuschreiben. Es wird sich demnächst auch bald erledigt haben und ich sag mal ganz fürchterlich werden, wird sich das rächen. Auch wenn rächen vielleicht nicht das richtige Wort sein sollte oder könnte, aber es wird. Und sie werden es bedauern, es jemals so weit haben, es kommen zu lassen. Russland, VSA. Der russische Außenminister Lavrov informierte, dass Russland aus den VSA Signale für eine Wiederherstellung des Dialogs zwischen beiden Seiten erhält. Er erklärte, dass diese Signale eindeutig sind und man bereit ist, den Dialog wieder aufzunehmen und sich dabei auch nicht zickig zeigen würde. Nach Antworten und Worten von Lavrov hat nun auch der amerikanische Präsident verstanden, dass der Abbruch des Dialogs wohl keine gute Entscheidung war. Weiterhin informierte Lavrov, dass Russland sehr aufmerksam den amerikanischen Wahlkampf verfolgt und es, nach Meinung Russlands, keinen Unterschied ausmacht, wer diesen gewinnen wird. Die wissen natürlich, wovon sie sprechen. Und die Amis haben etwas zu spät begriffen, dass sie solche Sachen mit Russland gar nicht machen können und schon gar nicht mit einem Außenminister Lavrov. Moskau, NATO, Georgien. Russland betrachtet die Eröffnung eines NATO-Ausbildungszentrums in Georgien als einen provokatorischen Schritt der Nordatlantischen Allianz und einen schwerwiegenden Destabilisierungsfaktor, wie Außenamtssprecherin Schacharowa sagte. Laut Schacharowa wird die Sanktion oder die Stationierung eines derartigen Militärobjekts der Nordatlantischen Allianz in Georgien ein schwerwiegender Destabilisierungsfaktor für die Sicherheit in der Region sein. Das muss man sich also schon reintun. Sie versuchen, ein Ausbildungslager zu machen in einem Staat, der nicht der NATO angehört, der Russland mehr oder weniger angehörig ist, nicht direkt, sondern nur im Verbund. Dass der sein eigenes Spiel spielt, wissen wir. Es ist eine Provokation, nicht mehr und nicht weniger. Donetsk. Etwa 3000 Einwohner der frontnahen Bezirke der DVR benötigen eine Umsiedlung an sichere Orte, erklärte Mittwoch der Leiter der Administration des Republikoberhauptes der DVR, Letschenko. Nach seinen Worten ist im Moment die gleiche Zahl von Einwohnern frontnahe Ortschaften bereits umgesiedelt worden. Zuvor hatte Letschenko erklärt, dass die Umsiedler aus den geschlossenen Gebieten der Republik allerseitige Hilfe erhalten werden. Ukraine. Was für Griechenland unmöglich war, hat die Ukraine bekommen.
Die gestern erzielte Einigung der Ukraine mit privaten Gläubigern beinhaltet einen Schuldenschnitt um 20% der vorhandenen Schulden in Höhe von insgesamt 18 Milliarden US-Dollar. Das heißt um rund 3,6 Milliarden US-Dollar insgesamt. Die Rückzahlungsfrist der Restschuld in Höhe von 14,4 Milliarden verschieben sich um weitere 4 Jahre. Schlechthin ein Witz sowas. Die BRID unterstützt die Ukraine im Rahmen von EU und IWF und multilateralen Programmen sowie bilateral mit einem Aktionsplan, der kurzfristige Maßnahmen zur raschen Hilfe bei Notsituationen und langfristig strukturellen Projekten vorsieht. Neben einem ungebundenen Finanzkredit in Höhe von 500 Millionen Euro sind darin auch Gelder für Projekte in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro enthalten. NATO. Die NATO hat die Durchführung der größten militärischen Luftlandeübung seit Ende des Kalten Krieges an den Smardan-Militärbasis in Rumänien begonnen. NATO-Offizier Oberstleutnant Townsend sagte dazu, die Streitkräfte der NATO sind ein Messer und wir machen das Messer schärfer mit dieser Ausbildung. 240 Soldaten aus Italien, Spanien, den USA und Rumänien sprangen mit Fallschirmen aus Flugzeugen. Die Fallschirmspringer sind ein Teil von 4.800 Soldaten aus 11 NATO-Mitgliedstaaten, die in dem Swift Gang 15 Landeübung teilnahmen. Die Übungen werden vom 17. August bis zum 13. September in Bulgarien, Italien, Deutschland und Rumänien auch stattfinden. Ungarn, Invasion. Die Zahl der Asylforderer, die täglich illegal die ungarische Grenze überqueren, steigt stetig. Am Dienstag wurden laut Polizei 2.533 Stück, die über Serbien nach Ungarn flüchteten, von den Beamten aufgegriffen, berichtete die schwarze Webseite 20 Minuten. Die Migrationsströme, die meist von Syrien, Afghanistan und Pakistan nach Ungarn kommen, sollen durch einen Stacheldrahtzaun an der ungarischen Grenze aufgehalten werden. Die Grenzsicherung in dem Gebiet, in dem der Zaun schon fast fertiggestellt worden ist, gelingt jedoch nur noch sehr schwer. Ist auch richtig so, es ist ein Staat, der mehr oder weniger dem Westen angehört, der da was gegen tut, dass diese Fluten hier weiter hineinbrechen und uns alle zerstören werden. Zumindest versuchen sie es. Es dürfte der Grund des Bürgerkrieges sein. Deutschland, NATO-Staaten. Der Krieg in Syrien, das Chaos in Libyen, der IS-Terror in der Levante und der Vernichtungsfeldzug Chios im Osten der Ukraine sind nur ein paar Beispiele dafür, welche Auswirkungen die Außenpolitik Deutschlands und der anderen NATO-Staaten hat. Eine Spur der Verwüstung und Vernichtung von Menschenleben und geopolitischem Kalkül überzieht ganze Regionen wie ein infernaler Flächenbrand. Gemeinsam mit den involvierten Konzernen, vor allem der Waffen- und Ölindustrie, reiben sich die verantwortlichen Politiker die blutigen Hände und stopfen sich so, teils über Umwege, die Taschen mit dem Blutgeld voll. Gleichzeitig übt man sich im großen Bedauern für die Millionen an Flüchtlinge, die vor allem aus diesen Regionen nach Europa dringen, und wettert gegen den Fremdenhass, weil manche Menschen es nicht einsehen wollen, dass sie mit ihren Steuergeldern für eine Politik bezahlen sollen, mit der sich die Finanzeliten und deren Helfershelfer bereichern. Und es kann auch nicht sein, dass eine Völkerwanderung eingeleitet worden ist, in diesem Fall ja vom CIA und von den drumherum Leuten. Da gibt es noch viel mehr Organisationen. Es kommt alles oder fast alles nach Deutschland rein. Komisch, nach Island geht gar keiner. Davon hat mich immer wieder. Nach Finnland will auch keiner hin. Zumindest nicht im Norden. Im Süden sind ja ein paar, aber ganz wenige. Nach Russland will auch keiner. Ich denke, da ist man sich sicher. Sagen die doch selbst. Nein, sie wollen nach Deutschland oder nach Österreich, möglichst in die Schweiz, Holland, Belgien vielleicht auch noch, aber Belgien gibt es nicht so viel. Kohle. Darum dreht es sich. Um nichts anderes. Das Einzige, was hierher kommt, sind junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Es sind auch ein paar, 7-8% Frauen dabei. Hatte ich, glaube ich, gestern schon mal gesagt. Meistens mit einem Kind am Arm, ein Kind auf dem Arm und eins im Bauch. Das heißt, wir werden gleich mit dem neuen Nachwuchs hier beglückt. Was haben die eigentlich vor der Zeit gemacht, bevor sie geflüchtet sind? Da sind sie ja nicht umgekommen. Sie haben auch gelebt. Und sie haben in ihrem Bereich wunderbar gelebt. Jetzt wollen sie alle Geld, mehr Geld. Mögen das Essen nicht, schmeißen mit dem Essen rum, wie ja x-mal schon passiert ist, greifen Leute draußen an, schlagen unsere Leute, Deutsche, Weiße, nieder, um sie zu bestehlen,
vergewaltigen Mädchen, junge Frauen. Sie meinen, sie dürfen das. Nein, sie dürfen es nicht. Und die Politiker sollten mal anfangen, selbst solche Leute aufzunehmen. Eine ganze Familie. Die fangen dann nach ganz kurzer Zeit irgendwann an, das Parkett aufzuheben und erstmal ein Lagerfeuer im Wohnzimmer zu machen. Ob der sich wohl freut, der Politiker? Berlin. Der Zentralrat der Muslime rechnet damit, dass allein in diesem Jahr mehr als 600.000 muslimische Asylanten nach Deutschland kommen. Die Zahl der Muslime wird signifikant wachsen, sagte der Vorsitzende des Zentralrats, Muselmann Maciejek, dem Tagesspiegel. Er rechnet damit, dass mindestens 80% der für dieses Jahr erwarteten 800.000 Asylforderern Moslems seien. Schon jetzt haben wir Moscheegemeinden, die sich wegen der Flüchtlinge innerhalb eines Monats verdoppelt haben. Da kommt Arbeit auf uns zu, sagte Maciejek der Zeitung. Die machen sich am wenigsten Gedanken darum. Den einen oder anderen werden sie vielleicht aufnehmen, aber komischerweise, da hört man so gut wie gar nichts, nicht, dass man die aufnimmt. Es sind immer nur die Weißen, die Deutschen, die Leute aufnehmen sollen, wollen oder denen was weggenommen wird. Und dann die Nachricht, die ich heute Nacht bekommen habe und heute Morgen wieder reingestellt worden ist, leerstehende Häuser sollen vermietet werden mit einer 10-Jahres-Garantie und die Vermieter bekommen vorweg schon mal 7.500 Euro als Backschisch auf die Hand. Endlich geht mal wieder in den Nachrichten das Telefon, aber das kennen wir ja schon. Die gute Nachricht. Die Herzerkrankung ist die Todesursache Nummer 1 in vielen Ländern weltweit. Für die Zukunft werden wir für den Herzinfarkttod sogar epidemische Ausmaße erreichen. Dieses müsste vielleicht nicht so sein, wenn mehr Ärzte und Herzkranke den herzwirksamen Naturstoff Strophantin kennen und anwenden würden. Strophantin ist das verschwundene Herzmedikament, das noch vor wenigen Jahren von der Schulmedizin als Insulin für Herzkranke tituliert und regelrecht gefeiert wurde, ist heute schon fast in Vergessenheit geraten. Strophantin tat das, was der Patient erhofft und heilte und linderte aber zumindest die Beschwerden und schützte vor Infarkten. Über Strophantin haben wir in unserem Blog, im Honigmann-Blog, schon große Abhandlungen gemacht. Gebt oben rechts in die Seite in die Suchleiste einfach Strophantin ein, dann werdet ihr sehen, was ihr da für Berichte bekommt. Es ist wirklich ein Traummittel. Jeder Arzt verschrieb es noch in den 50er, 60er Jahren. Von da an wurde es immer mehr, aussortiert. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören. Es sollte heute auch ein bisschen wärmer werden, ist es nicht. Aber es ist relativ gutes Wetter, ein bisschen strammen Wind. Mal sehen, was uns das Wochenende bringt. Ich glaube, es ist noch relativ ruhig und es wird auch relativ ruhig bleiben. Und wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.